Hi, ich bin Martin vom Bunert Online Shop und im heutigen Video geht es um den Newton Running Fade 8. Der Newton Running Fade 8 steht hier vor mir, einmal als Herren-, einmal als Damenmodell. Um mehr über den Schuh zu erfahren, habe ich mir Verstärkung eingeladen. Der Christoph ist hier von Newton. Hi Christoph. Hi Martin. Schön, dass du da bist und uns mehr zu dem Fade 8 erzählt. Das ist euer neuer Schuh, den wir hier vor mir haben. Was ist an dem Schuh so besonders? Ja, danke, dass ich hier sein darf. Der Fade 8 ist unser neutraler Trainingsschuh. Mhm. Ist ein leichter Schuh mit so 250 Gramm ungefähr. Und was den besonders macht, sind halt erstmal auch die Sachen, die jeden Newton-Schuh besonders machen. Also wir haben die Action-Reaction-Technologie im Schuh integriert. Des Weiteren, was auch interessant ist, benutzen wir für das komplette Upper, für das Obermaterial, recyceltes PET zu 100%. Mhm. Das machen wir bei allen Newton-Schuhen auch. Und auch die Mittelsohle, das ist ein Gemisch aus einem EVA-Schaum und einem Hydril-Foam. Das ist nochmal ein besonderer Schaum, den wir benutzen. Da ist halt auch ein Zusatzstoff eingeschäumt, dass der Schuh halt auch dadurch innerhalb von 5 bis 7 Jahren auf einer Müllkippe verrotten würde. Okay, das sind also so die grundsätzlichen Features, die der Schuh erstmal so mit sich bringt. Mhm. Und vom Einsatzgebiet ist das ein Schuh, der ist für lockere Trainingsläufe, auch für schnellere Trainingsläufe gedacht. Ist jetzt nicht als Wettkampfschuh ausgelegt, kann aber sicherlich auch dem einen oder anderen Einsteiger, nicht ganz so schnellem Läufer, auch als super guter Wettkampfschuh bis Halbmarathonstrecke dienen. Mhm. Du hast gesagt, das ist euer neutraler Trainingsschuh. Mhm. Neutral heißt, der ist insgesamt vom Aufbau nicht zusätzlich unterstützend. Das heißt, wer schon eine saubere Abrollbewegung hat, nicht nach innen oder außen wegkippt, vom Sprunggelenk genügend Stabilität selber hat, der kommt damit super zurecht. Genau, richtig. Das ist, da benutzen wir keine zweiten Härten oder sowas. Einfach neutralen Aufbau, neutralen Leisten. Arbeiten damit 4,5 mm Sprengung, was relativ wenig ist. Für uns ist das relativ viel, aber auch dadurch erreichen wir auch im Schuh schon eine ganz gute Stabilität ohne weitere Ergänzung, ohne weitere zweite Härte oder Stabilisierung. Das heißt, der Schuh an sich ist ein bisschen flacher. Du hast jetzt gerade selber gesagt, für euch ist es schon ein bisschen mehr. Genau. Aber insgesamt spielen bei euch ja viele Technologien da wirklich zusammen. Einmal diese flachere Sprengung und dann, du hast gerade eben schon erwähnt, Action-Reaction-Technologie, genau. Die Lachs hier unter der Sohle, die viele vielleicht von ihren normalen Trainingsschuhen gar nicht kennen. Ja. Erzähl uns doch was dazu. Genau, also das ist im Prinzip unsere patentierte Dämpfungstechnologie. Wir haben bei allen Schuhen 5 Lachs. Mhm. Über den Lachs ist eine Membran gespannt und darüber ist eine Hohlkammer, ein Luftraum. Und wenn ich auf den Lachs lande beim Laufen, genau wie du das ungefähr zeigst, dann drückt man die Membran ein. Die spannt sich und die Energie wird wieder beim Abdruck zurückgegeben. Das heißt, der Schuh an sich sorgt dann aber auch dafür, dass der Mittelfuß oder dass der Fußaufsatz eher Richtung Mittelfuß, Vorfuß geht. Genau, das passiert aus 2 Gründen. Einmal durch eine flache Sprengung ist es dem Körper auch erst erlaubt, mehr auf dem Mittelfuß zu landen. Und die Lachs, die spüre ich natürlich ein bisschen unterm Vorfuß. Was beim Laufen, wo man gar nicht mehr dran denkt, das ist, wenn ich reinsteige, kann das mal sein. Aber das Schöne daran ist, dass der Körper unterbewusst dann versucht, direkt auf diesen Lachs zu landen. Das nennt man Proziozeption. Also du hast 10.000 Nervenendungen unterm Fuß ungefähr. Und der Fuß möchte einfach gerne spüren, worauf er landet. Und deswegen ist das so ein Trick, den wir benutzen. Oder eine gute Technologie, um die Sportler einfach ein bisschen mehr Richtung Vorfuß-, Mittelfußaufsatz und in eine aktivere Laufposition reinzubringen. Das heißt, der Schuh oder der Aufbau fordert und fördert den Fuß, richtig, ein bisschen aktiver selber zu arbeiten. Ja. Cool. Genau. Das ist natürlich das, was viele gar nicht mehr gewohnt sind. Heutzutage normalerweise unser Fuß ja gemacht, um barfuß auf dem weichen Untergrund unterwegs zu sein. Heutzutage, wo hat man noch weichen Untergrund, außer man ist in Urlaub und geht barfuß am Strand spazieren. Aber das ist schon eine coole Sache. Würdest du den Schuh denn eher als eher weicher gedämpft oder als eher straffer gedämpft kategorisieren? Also gerade das neue Modell, der Fade 8, der ist nochmal weicher geworden als der Vorgänger. Im Vergleich zu über alle Hersteller hinweg gesehen, sind wir bei Newton immer eher etwas straffer gedämpft. Aber das ist definitiv ein sehr komfortabler Schuh. Auch gerade in der Ferse ist der nochmal etwas softer geworden, dass man gerade beim Einstieg oder wenn man auch müde wird auf der Ferse landet, auf langen Strecken ausreichend Komfort und Dämpfung hat. Okay. Würdest du von der Einkategorisierung der Läuferinnen und Läufer beim Gewicht da irgendeine Einschränkung machen, dass du sagst, okay, na, lieber kein Läufer mit 120 oder nur mit 50 Kilo da rein, sondern nur zwischen 70 und 90? Oder sagst du, okay, wenn der Schuh passt, dann kann ihn im Prinzip jeder laufen. Er muss halt nur wissen, okay, wenn ich 120 Kilo wiege, ist so ein Schuh natürlich eher platt, als wenn ich 70 Kilo wiege. Genau, richtig. Also das Gewicht ist halt ein Faktor. Da würde ich halt
den wenigsten, das wird über 100 Kilo empfehlen, den Schuh. Außer ich bin halt wirklich muskulär so stabil aufgestellt, dass die Muskulatur mitarbeiten kann. Das gibt es ja auch, wenn die schweren Jungs und Mädels einfach durchtrainiert sind. Sonst vom Gewicht, was ganz interessant ist bei uns, wir benutzen nicht nur einen Herren- und einen Damenleisten. Ich habe hier auch mal den Darmfett, den aktuellen, sondern wir haben auch die Technologie unterm Vorfuß angepasst. Also die Membran, die ist bei den Damen etwas dünner, weil wir halt einfach annehmen, die Durchschnittsfrau bringt weniger Energie ins System als der Durchschnittsmann, weil sie durchschnittlich weniger wiegt und oder halt auch nicht so schnell läuft. Das beides resultiert ja in der Energie, die man ins System bringt. Und dadurch haben wir halt auch dafür, für wirklich leichte Frauen oder leichte Läuferinnen, haben wir dann da auch die Technologie entsprechend angepasst. Cool. Was mir noch auffällt, wenn ich mir die Schuhe so von oben anschaue, ich persönlich kriege sehr schnell beim Laufen warme Füße. Obermaterial ist aber sehr offenporig, sehr atmungsaktiv. Genau, das haben wir bei allen unseren Schuhen, die jetzt nicht explizit für den Wintereinsatz gedacht sind, benutzen wir jetzt auch in dem Fall hier ein Stretch-Mesh-Material, was recht offenporig ist. Und was ich auch total gerne mag persönlich, ist die Zunge, die wir benutzen. Ich weiß nicht, ob man das so ganz gut sehen kann. Die ist halt auch perforiert. Da kommt halt viel Luft durch. Die ist komfortabel, schmiegt sich schön an, aber ist halt nicht unnötig dick oder aufgebauscht und ist gerade bei warmen Sommertagen total angenehm zu laufen. Das heißt, ihr schlagt im Prinzip mit dem Obermaterial zwei Fliegen mit einer Klappe. Einmal Atmungsaktivität und einmal auch die Passform. Genau, richtig. Cool. Eine Frage habe ich noch. Wenn ich mir den Schuh von unten anschaue, auf welchem Untergrund kann ich den laufen? Also in erster Linie ist der Schuh für asphaltierte, befestigte Wege ausgelegt. Ich kann ihn aber auch ohne weitere Probleme auf den meisten Waldwegen laufen, die ich hier finde. Genau, also für sehr matschigen Untergrund ist der Schuh dann halt nicht ausgelegt. Da haben wir auch einen eigenen Trailschuh für. Aber sonst ist das ein guter Allrounder. Also im urbanen Gebiet, egal was ich finde, auch im Park oder sowas, ist gar kein Problem. Da fühlt er sich wohl. Okay. Ja, Christoph, dank dir für die Infos rund um den Fade 8, den neutralen Trainingsschuh und Kilometerfresser von Newton Running. Dank dir. Danke.